Ja, und da bin ich auch schon wieder da. Der gute Squatit hat noch einen geheimen Dungeon oder sowas gefunden und deswegen auf dem Weg wieder zurück, statt dorthin, wo wir eigentlich wollten. Und ja, da vorne ist er Es schon ist und da ein, ist Kundschafter na, Carly. genau, und es ist ein extra Dungeon natürlich nur für den Kundschafter. Jemand anders kommt hier gar nicht hoch. Aber zum Glück hast du ja so einen dabei. Ja, sind toll. Damit schaltet sich jetzt hier der Weg für dich frei. Hier hoch. Ja, und deswegen machen wir das jetzt nochmal so als Zwischenfolge, bis es dann mit den normalen Quests weitergeht. Hat sie mich hier oben hingeschickt für die Landnahme und dann ist hier mit einmal dieser Krater gewesen. Fahr mal rein. Man fällt ja wirklich rein. Hier gibt es dann auch die Quest von dem guten Herrn. Ja, finde Grimm. Da unten ist schon das erste Gerät. Und da sind auch schon die ersten Gegner, die wir töten sollen. War, ja, 11% jetzt. Herausforderung beginnt. Oh. Das war wohl keine. Oh, und da geht die Herausforderung los. Was ist es? Zerstöre. Das heißt, da drüben ist eine Kiste. Wir haben 6 Minuten Zeit, um auf höchster Stufe, wie es aussieht, 10 zu zerstören. Knappe 2, hat das für dich auch gezählt? Weiß ich gar nicht, bei mir 20% angezeigt. Nee, bei mir ist 40. Okay, nee, dann hat es nicht gezählt, leider. Obwohl ich direkt daneben stand. Das ist natürlich schade. Seltsam. Ja, es leckt gerade aber auch extrem. Ja, das stimmt. Greift noch 3 Minuten länger an, als wie Gegner da steht. Diesen Haufen Gegner, ey. Boah. Fick die Henne. Ja, das heißt wieder mal Tonnen an Metzeln. Vorhin hätte ich ja erwartet, dass hier unten wenigstens etwas flüssiger läuft, vom Ping her. Da ist ja wirklich nichts anderes mehr in der Gegend. Ja, aber Ping ist ja nicht. Na, hier muss der Server aber nicht ganz so viel auf einem Punkt verarbeiten. Gut, der Server ist wahrscheinlich von Grund auf erstmal überlastet. Na, hast du ihn jetzt aktiviert? Scheiße. Seht ihr jetzt wenigstens? Also wieder alles einzeln, das heißt, wir nehmen uns eigentlich schon wieder die Arbeit weg, sozusagen. Ja, dann mach du erst fertig, du bist ja jetzt höher als ich. Müsste ja bei 60% sein, oder? Ja, hab ich, ja. Ah, dann mach du jetzt erstmal fertig das Zeug und danach mache ich dann halt nochmal. Ist ja nicht das Problem, das nochmal zu schnell zu starten. Dazu müssen wir aber hier oben ist eine. Hier auch. Ja, das Töten habe ich ja schon, haben wir ja schon fertig sicherlich jetzt. Ja, aber muss ich ja trotzdem wegmachen, wenn die hier davor stehen. Ja, ich auch hier oben sogar zwei. Ich habe jetzt zwei ja schon mal freigeräumt. Ich brauche noch zwei. Was oben, sagtest du? Ja. Nochmal. Hast zwei direkt auf dem Weg. Und jetzt kommt nochmal der Naja, Krieger. du Mensch, kannst hast du ein Glück. einen, glaube ich, schon machen. Wieso? Geh, mach doch hoch bis auf 10. Noch ist genug Zeit. Ach so, okay. Hier ist der nächste. Da lang machen wir nicht, wir machen da lang. Oh, was ist das denn? Ja, hier Das ist gibt das es nächste. deutlich mehr, ne? Ja, auch gut so. Und kann ich dann gleich das Ding nochmal neu starten und die alle hier gleich einnehmen. Ich kümmere mich derweil mal um die Gegner hier und um das Buch. Hast du die Quest jetzt fertig? Wie sieht die Ja. Lage aus? Ich brauche noch ein so ein Gerät. Da ist Kannst es. schon mal, also wenn du willst, kannst du schon anfangen. Theoretisch schaffen wir vielleicht deins auch noch. Na, wir wollen sehen. Silberrang verliehen. Hier ist noch eins und der Rest muss jetzt wieder leider respawnen, ansonsten wird nichts. Wir können ja ein Stück zurückgehen. Neue Errungenschaft: Dunkelsporn Todeshändler. Ach, die, guck mal, die spawnen jetzt schon wieder hier. Was du gerade hochgejagt hast, spawnt gerade. Na dann geh mal die Runde rum. Ja, Bronzerang verliehen. Hey, hier scheinen sie wohl das mit dem Respawn sehr gut eingestellt zu haben. So, Wenigstens ja was. gleich auch das, da ist das nächste. 70% bin ich.
80%. So, jetzt noch die beiden, die ich und ich hochgejagt hatten hier. Da ist der Alchemist wieder, wenn du nochmal töten möchtest. Ja, er ließ sich jetzt, er wollte nicht wieder herkommen. Er hat auch bei mir nicht darauf reagiert. Er ist auch stehen geblieben. Es ist ein Zauberer gewesen, der vom Weiten seine... Er hatte auch einen sehr hässlichen AOE. So, was nun hier? Oh, scheint nicht zu spawnen. Geh mal weg. 1,30 habe ich noch für zwei Dinger. Ja, das ist machbar. Wenn sie da sein würden. Ja, respawned. Ach, da unten ist einer. Hopp. Oh, Mann. So, jetzt mach auf. Ja, oder so. Ich hatte sie gespottet. Ah. Noch einer. Only for you. Da. Sogar leer. Mensch. Und damit haben wir beide dieses Ding, diese Herausforderung fertig. Mit dem Silberrang, warum auch immer. Ja, weil es kein Goldrang gibt, ganz einfach. Und wir nehmen natürlich wieder Werkmaterialien. So, haben wir noch was hier unten zu tun? Hatten wir die Quest hier unten fertig? Eigentlich schon. Ja, die hatten wir. Das heißt, können wir auch zurückgehen oder was? Hast du erkundet auch, wenn du was erkunden musstest? Naja, erkunden musste ich hier nicht. Okay. Nee, auch nicht. Auch nicht. Das ist alles. Kartenfehler von oben, wenn die Pflanzen mit angezeigt. Oh, und wieder ein Schild. Wieder ein Schwert. Und wieder für dich. Ja, aber wesentlich schlechter. Ich glaube, wir haben heute bisher schon 6 Schwerter gefunden und genau einmal Pistolen. Ja, das ist wohl ungefähr richtig. Und wir klettern mal wieder hoch. Ja, das war also diese kleine, feine Kundschafterhöhle. Jetzt laufen wir Richtung unserem neuen Spot sozusagen, wo hoffentlich neue Quests gibt. Ja, da ist schon einer auf der Karte. Obwohl, so viele Quests werden gar nicht mehr sein, wir ja schon 15 sind und das Gebiet ja eigentlich nur bis 15 geht, ne? Bin ich da richtig informiert? Das ist korrekt. Wir werden also sehen. Ja, auch von der Karte her nur noch der kleine Teil hier jetzt im Westen übrig. Den Rest haben wir ja zum Glück schon. Ja gut, der andere war auch nicht viel größer, den wir mit diesen hässlichen Robotern da. Und das hat sich auch ewig hingezogen. Also gefühlt ewig. Frage ist halt jetzt, vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Ein Aasköder. Aha. So. Gibt es eine Quest? Da war eine Quest, genau. Die nehme ich mal an. Und dann. Jetzt kommt für mich auch wieder ein neuer Spezialeinsatz natürlich. Wäre das Leben ohne einen Spezialeinsatz? Macht's bei dir? Klingt voll lustig. Ja, wie kann eigentlich so eine Laserkettensäge dieses Geräusch abgeben? Das weiß ich nicht, weil eigentlich ist es ja der Motor, der das Geräusch abgibt. Naja, eher die Kette am Motor. Egal. Ja, gut, das ist jetzt dann. So ein Buch. Ach, das Buch. Ja. Fast hätte ich das Buch übersehen. Wegspringen. Da ist eine Kanone. Ja. So, was müssen wir jetzt hier machen eigentlich? Da runter erstmal Richtung 1. Was ist denn die 1? Töte, schleichen, Terror. Was ist denn damit hier eigentlich? Was? Ah, da ist schon eine Quest sozusagen. Wo wir es dann abgeben können. Töte den schleichenden Terror. Was ist der schleichende Terror? Vielleicht hier unten? Da ist eine Warp-Höhle, hier unten. Eine Warp-Höhle? Ne? Warp-Röhre. Aber ist fast dasselbe. Weit weg, gucken. Zu weit weg. Jetzt. Rohr betreten. Wer wieder zurück? Na toll. Na, okay. Geil. Und gut, laufen dass wir reingegangen wieder. Sind. Ja, vor allen Dingen voll sinnlos, oder? Also. Dann suchen wir doch lieber mal nach dem Terror.
Der vielleicht hier irgendwo ist. Nee, ist ein Spalter. Vielleicht da ganz hinten. Nee. Aber das Gebiet auf der Karte ist zumindest auch nur hier vorne markiert. Obwohl, naja, das Gebiet ist Krager, etwas größer. Der... Erdreiser. Öffentliches Event. Ja, das ist auch noch gerade am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass das der hat wenigen wie viele Leuten machbar ist. 1,4 Millionen. Ach na, Dennis, das ist ja so ein einfaches Ding. Sag das doch gleich. Ja, das ist mal, hier laufen doch schon Leute hin. Das ist ein Weltboss. Ja, 1,3 Millionen werden mir angezeigt. Ich glaube, das ist so ein 40-Mann-Ding. Naja, gut. Gehen wir mal weiter. Ja, komm, Angriff. Ja, total. Oh. Da ist was. Wo? Da ein toter Kundschafter für mich. Ah, den sehe ich natürlich nicht. Den ich verbrannt habe. Da drüben ist ein Baum. Meine Aufgabe ist, tote Kundschafter verbrennen. Na, er ist schon tot. Böhm. Böhm zum Fällen. Jupp. So, ich muss da oben in die Ecke rein. Wir müssen allgemein mal gucken, wo wir jetzt diesen Terror finden. Ist das so, ne? Vielleicht der Terror. Oh Gott, und leck. Ja, massiv. Oh, hallo. Oh, ich könnte rasten gerade. Siehst du, bei mir schlafen sie hier schon wieder, die Leute. Ja, ist zum Kotzen mit dem Lex. Geht gerade gar nichts. Na, ja, ich würde sagen, wir verschieben das dann auch mal. Ja, ich gucke jetzt mal, ob ich den Terror finde. Ich habe hier gerade einen Wegpunkt und eine Markierung. Mal gucken, wo es mich dahin führt, wenn ich das folge. Angeblich führt es mich da vorne hin. Da, ich hab ihn. Oh mein Gott, ist das der? Ja, ich sehe ihn auch. Ja. Und da ist er down. Ich dachte schon, du meldest dich überhaupt nicht mehr. So, eine Quest ist so. Hier noch im Norden dann, aber das war's dann auch schon wieder. Dann wollen wir fix hinlaufen noch. Ja, können wir machen. Ich muss hier links noch mal gucken, ob ich hier noch mal ein paar Leichen finde. Zum Beispiel hinter diesem Spalter. Oh. Hast du noch kein Lebenspunkt verloren? Weil der mein Schild kaum... erwischt. Deswegen. Weichst du so oft aus oder? Woran liegt das? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch nicht das mir so genau angeguckt in meinem Kampflog. Okay. So, eine Leiche fehlt mir hier noch. Na gut, die werden wir vielleicht auf dem Weg finden. Ich hoffe es. Hier hinten läuft es wieder mega flüssig, ne? Also das ist jetzt schon wieder kein Vergleich zu vorhin. Ich habe hier außerhalb der Aufnahme 60 Frames zusätzlich. Das ist so krass. Okay. So, letzte Leiche ist auch verbrannt. Nicht, dass ich sowas gerne tun würde. Leichen schänden? Oh. Naja, eigentlich gibt es dafür so offiziell Leute, die den ganzen Tag Leichen verbrennen. Ja, da gibt's einen Beruf für, das ist richtig. Ja. Schlägt das doch makaber ein vor, dass die das als Beruf für einbringen. Erfolg verliehen. Was? So, was haben wir hier? Neue Kundschaft. Kartograf. Algofels. Ja, mit mir bist du halt in jeder Region unterwegs, weil ich muss das machen als Zwang. Das ist bei mir eine der Fahrtmissionen, das Ganze erkunden. So, und jetzt sollen wir zurückkehren. Wohin?
Echt jetzt? Na, wieder runter. Aber hier können wir jetzt mal links lang laufen. Und den Baum hier nicht vergessen mitzunehmen. Ah, lauf rechts rum, einfach weiter, genau. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Da kommt auch eine Blume. Ja, ich weiß, die habe ich schon gesehen. Ah, mach's hier nicht kaputt, bevor ich nicht da bin. Du musst eh erstmal befreien, wie es aussieht. Donnerdrucksack, 5 Plätze. Habe ich noch welche mit 4 ausgerüstet? Ja, habe ich noch. Bedarf. Der drückt einfach mal auf Bedarf. Ja, ich habe noch 4 ausgerüstet. Das war ja, ich Schmerz. Auch, aber echt, das ja? habe ich gegiert. Ach du Gierer. Darf ist Bedarf, dafür ist Bedarf da. Komm, wir haben mal kurz den roten hier noch mit weg. Dann kann ich das hier aufbauen. Dann muss ich hier später nicht nochmal hin. Weil der scheint ja hier Standard zu sein. Zum Garten. 16k halt normal. Ah, toll. Hat dich rausgeschubst aus dem Heal. So, dann aber, viel Spaß. Ah, toll. Das war's. Wie, das war's? Ja, das Ding war's. Mehr kann ich nicht bauen. Ah, doch, da ist ein Node irgendwo. Hier. Hä? Hä? Da gerade. Ach, da ist die Iron Node. Da. So. Ja. Bleib am besten mal da stehen. Wobei ich das nämlich sehe, werde ich hier gleich eine Quest abgeben und dann müssen wir da wieder hoch. Das ist ja, ich muss meine die auch abgeben. Ah, ich wollte nur kontrollieren. Okay, du kannst runterkommen. Wir sollen danach die große Waffe, die große Granatwerfer, sonst was. Ich bin da. Okay. Der Fuck. Schieß los. Ich bin noch nicht fertig mit dir, mein Lieber. Was ist denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ah, du bist in diesem, in der Waffe drin oder was? Ja. Dann schieß mal. Dann solltest du mitten im Teich landen. Herausforderung beginnt. Als Herausforderung. Hä? Lande mitten im Teich als Herausforderung, das ist so lächerlich. Ich sehe ja nicht mal was, ah, jetzt sehe ich was. Naja, aber ich weiß auch nicht, du musst es richtig doll bremsen oder ich weiß nicht, wie man sonst da hinkommen soll. Bin viel zu weit geflogen. Ja, ich auch. Aber ganz ehrlich, die Herausforderung mache ich, wenn ich mal Zeit habe und Lust habe dazu. Und nicht jetzt. Wenn ich hier die ganze Zeit wieder da so bescheuert zurück muss über diese Röhre. Ah, okay, ich habe es rausgefunden, wie es geht. Wie denn? Beim Starten gleich drücken oder was? Nein, du hast einen Skill auf der 1 während des Fluges. Aha. Und der stoppt dich in der Luft. Nimmst du zwar ein bisschen Schaden. Aber auf jeden Fall. Ah, dann fällst du rein. Irgendwelche Fortschritte. Naja, musst halt nur an der richtigen Stelle den Skill drücken. Ja, aber dann musst du 50 Mal oder so da drin, ne? Landen. Ich denke, es ist eher die Nähe, oder? Na? Ah. Bronzerang verliehen. 20%. 100%. Ist so. Gleich beim ersten Mal 100%. Ah, das ist natürlich. Ich habe ja noch eine Minute. Aber trotzdem nicht. Ah, da muss ja nochmal. Es gibt ja Goldrang noch. Ja, aber ich wüsste nicht, wie ich noch dich da. Was soll man denn treffen? Na, nochmal vielleicht. Mitten im Teich. %220. Wie viel? 220. Schafft man den 220? 120 habe ich jetzt. Mir leckt halt gerade so sehr. Und jetzt habe ich noch 110% dastehen.
Okay, ja, wie es aussieht, habe ich fertig, oder? Lass mich einfach nochmal schießen. Mich auch, aber ich habe beim letzten 60% stehen. Ah, das war zu zeitig. Das war zu zeitig. Das, den Fehler habe ich gerade gemacht. Ich habe noch 8 Sekunden, na toll. Ich habe nur 30. Ah, nee, aber es laggt halt so, deswegen ist das auch kacke. Ich bin nur bei 70% gelandet. Und jetzt laggt es wieder extrem. Naja, gut. Das kann ich das noch abbrechen, bevor. Oder kann man das trotzdem nochmal starten, die Herausforderung? Weißt, das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht schaffe ich ja noch einmal. Ich habe noch 8 Sekunden. Ich glaube es nicht. 3, 2. Das Lustige ist, ja, mit Ablauf der Zeit. Fliege ich los. Herausforderung, wie hieß denn die gerade? Volltreffer. Schauen wir uns die doch mal an. Volltreffer. Ja. Neu starten kann ich sie zumindest. Aber wir können hier verschwinden, wie es aussieht. Oder? Ach nee, wir haben ja eine neue Quest bekommen hier. Und zwar Fassadenkletterei. Was sollen wir dort dann machen? Fassadenkletterei. Benutze den Raketenrucksack, um den gestohlenen Lebensmittel zu erreichen. Mit der Kanone wahrscheinlich, oder was? Ah nee, da ist der, auf T ist der Raketenrucksack. Ja. Dann wollen wir das mal tun. Oder auch nicht. Ist mir egal. Können wir das jetzt entscheiden. Ja, aber wohin ist die Frage? Wo soll das sein?